Ich hätte eine Frage. Vielleicht kommen wir ja mal zustande. Vielleicht kann man ja was aufnehmen. Ich würde mich freuen. Ich würde mich freuen, wenn wir mal gemeinsam was aufnehmen konnten. Also, ja. Das war eigentlich schon gewesen. Jetzt kann das Video dann auch losgehen. So ein bisschen, weißt du. So. Wisst ihr so. Ja. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem YouTube-Kanal, Leute. Heute reagiere ich auf Rick Azars Lüge oder Wahrheit eskaliert komplett. Ja, aber bevor ich in die Reaction reingehe, könnt ihr erstmal einen Daumen nach oben da lassen, die Glocke aktivieren, den Kanal abonnieren und nette Kommentare schreiben. Wünsche zu nächsten Videos, worauf ich reagieren kann, könnt ihr auch reinschreiben, aber keine Hilf mir Wünsche, weil die Videos werden immer gesperrt. Ja, habe ich zweimal jetzt erlebt. Danke, RTL. So, los geht's. Heute eine Runde Lüge oder Wahrheit. Jeder hat 5 Lügen und 5 Wahrheiten vorbereitet und der Verlierer von diesem Spiel wird bestraft. Wenn du verlieren solltest, musst du einen Kuss von So ist besser, so ist besser. Mit ein bisschen mehr Licht. Von uns, also wir küssen uns da. Du schickst es an deinen Dad und sagst ihm, dass wir ab jetzt zusammen sind. Genau. Meine Bestrafung für dich, falls du verlierst, wovon... Die sind jetzt alle auseinandergezogen oder so, ne? Ja, die wohnen doch jetzt alle, glaube ich, Köln oder so. Ich ausgehe, du musst dann deiner Schwester schreiben, dass du Vater wirst. Ja, bestimmt, wahrscheinlich. Leute, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, dann seht ihr, was passiert. Perfekt. Als ich so in der 3. Klasse war, du kannst quasi mit einer Wimper, wenn die dir ausfällt und so, dann kannst du was wünschen. Daraufhin habe ich angefangen, alle meine Wimpern auszureißen, weil ich ganz viele Wünsche haben wollte. Da habe ich die ganze Zeit gesammelt, habe ich die in so ein Klopapier rein und habe mir meine Wünsche überlegt. Dann habe ich sie immer losgepustet. Und dann hattest du keine Wimpern mehr? Dann hatte ich tatsächlich eine Zeit lang keine Wimpern mehr. So, ist das eine Lüge oder eine Wahrheit? Definitiv eine Lüge. Es ist wahr! Yeah! Als wärst du ohne Wimpern Wirklich? Umgelaufen. 100. What? Was? Wie kommt man auf so eine Idee? Wie kommt. Ich weiß noch, vorher irgendwas habe ich mir irgendwas mit Motorrad gewünscht im Kindergarten. Keine Ahnung, aber wie kommt man auf so eine Idee? Wer ist denn so blöd? Hey, ich war in der 3. Klasse. Ja, gut, mir wurden auch schon, wo ich klein war, mit Spucke die Haare gegelt. Also von daher. Ja. Das ist aber komplett weird, also. Ich hatte schon mal einen Vierer. Lüge. Ja. Das war wahr. Bei Spaß. Es war ein Spaß. Also früher sind wir ja immer in so Resorts gefahren, so Urlaubsresorts, relativ groß. Und meine Eltern haben sich dann immer so in Richtung Strand verzogen. Mein Bruder und ich, wir sollten uns dann so gegenseitig bespaßen. So, ja, geht mal zum Tennis oder zum Katamaran. Ja, ich hab grad... Leute, ihr wisst ja, ich nehme mal noch mit Handy auf. Immer wenn ich auf einen von den Vieren immer reagiere, ja, dann... Meint mein Handy zu sagen, ja, wenig Speicherplatz, ja. Die Sache hat sich jetzt geklärt. Bald ist sowieso was ganz anderes. Darauf freue ich mich auch schon. Ich kaufe jetzt noch ein Mikro. Und dann wird sowieso nur noch mit PC, Laptop, Dingsbums, Bildschirm, alles reacted. Ja, da freue ich mich schon drauf. Jetzt habe ich es geleakt. Eigentlich wollte ich noch gar nichts sagen. So, ja, geht mal zum Tennis oder zum Katamaran. So, aber ich und mein Bruder, wir hatten... Der dachte sich halt gerade auch so. Der dachte sich halt auch so, Sweet Home Alabama. Nicht so Bock aufeinander. Also habe ich mir neue Freunde gesucht und er durfte nicht mitkommen, ja? Da war er sehr traurig drüber. Daraufhin hat er mir dann einen Pina Colada über den Kopf gekippt. Vor allen Leuten. Das kann ich so war's. Mir irgendwie sehr gut vorstellen bei euch beiden. Aber kann es sein, dass es auch einfach eine Cola war und dann ist es falsch? Die will mich einfach hops nehmen, weil sie weiß ganz genau, dass ich weiß, dass sie und ihr Bruder sich immer nicht so gut verstanden haben und sich immer gegenseitig geneckt haben. Ich würde jetzt mal sagen, es ist eine Lüge. Es ist wahr. Nein. Oh mein Gott, Rick, ich habe dir die Geschichte schon mal erzählt. Können wir mal den Punktestand hier abchecken? Das ist 3-0. Als ich zum ersten Mal ausgezogen bin ich in eine Wohnung gezogen, wo es so Dachschrägen gab wie hier auch. Und da habe ich dann das Fenster offen gelassen. Dann bin ich für 2 Wochen in Urlaub gegangen. Und als ich wiederkam, sind die kompletten Betten am Schimmeln gewesen. Und es hat übel krass gestunken. Die Nachbarn haben irgendwie das Fenster dann schließen müssen. Und daraufhin bin ich mehr oder weniger aus meiner Wohnung rausgeflogen. Hm. Also das klingt auf jeden Fall nach dir, dass dir sowas passieren würde.
Aber soweit ich mich erinnere, war deine erste Wohnung eine WG und der Mitbewohner hätte das doch geschnallt, oder? Also würde ich jetzt mal sagen, es ist eine Lüge. Never. Ehrlich? Ist das Bett, was du jetzt in deinem Zimmer hast? Nein, das ist nicht das. Man weiß immer noch nicht, ob ich... Perfekt. Einfach Bett verschimmelt. Wie kriegt man sowas hin? Das ist die Frage. Oder er. Wir waren jung und dumm. Also du weißt ja, dass ich früher mal in der Klinik war. Bisschen psychische Probleme. Und da hatte ich einen Therapeuten. Man merkt es überhaupt nicht. Also einen männlichen Therapeuten, ne? So war ich so 15 oder so. Du hast dich verknallt. In meinen 10 Jahre älteren Therapeuten. Klingt nach dir. Das könnte halt wieder wahr sein. Das war's. Ja klar, hallo, inappropriate. War. Lüge. Als ob ich auf meinen Therapeuten stehe. 100 Pro. Also, du weißt ja, wo ich aufgewachsen bin. Ich glaub's. Bei mir gab es nie viel Geld in der Familie. Ja. Heißt, diese weißes Zeug in den Haaren. Manchmal bin ich einfach zum... Was hast du gemacht, dass du weißes Zeug in den Haaren hast? Egal, ich denke viel zu falsch. Alles gut. Supermarkt gegangen. Du kennst ja die Container neben dem Supermarkt. Hast du Müll gegraben? Müllgraben nennt man sowas nicht. Sonne? Man nennt sowas Container. Bin hin, die Sachen geholt, die noch frisch waren. War. Falsch! Was? Nicht machen. Ich habe das auch nicht gemacht. Er holt auf. Gut. Als ich so um die 12, 13, 11 war, hatten wir mal so eine Veranstaltung vom Pfarrheim. Da haben wir quasi im Pfarrgarten gezeltet. Und ich hatte ja früher Pflegehunde. Da war ein Pflegehund dabei, der war schon dafür bekannt, dass er gerne Kinder beißt. Gab schon mehrere Vorfälle, auch in der Nachbarschaft. Aber ich kannte den Hund gut, deswegen wusste ich, wie man mit dem umzugehen hat und so. Und deswegen bin ich mit dem Gassi gegangen. Und dann war der eben auch auf diesem Fest. Was sind das für Einblendungen? Ich komme gerade nicht drauf klar. Und alle Kinder sind auf ihn zugelaufen und Wer schneidet deine Videos? Um ihn rum und haben gestreichelt und so. Und dann wollte ich ihn nehmen und rausziehen und in dem Moment hat er mich gebissen. Ja, es war. Richtig! Aber das hast du mir schon erzählt. Ich dachte, dass du vielleicht denkst, dass ich die Geschichte irgendwie hier so ein bisschen Spice gegeben habe, bisschen gewürzt habe, bisschen Salz, bisschen Pfeffer. An der Stelle gehen Kommentar-Shoutouts raus an Summit, Baka und Angelina. Wenn ihr auch jetzt haben wollt, dann lasst einen Kommentar da und ich mache Theresa jetzt weiter fertig. Wie gibt es eine Möglichkeit? Ich weiß ja gar nicht, vielleicht sieht er das hier, vielleicht sieht es nicht. Er hat schon YouTube-Videos von mir gesehen, Alex hat auch schon YouTube-Videos von mir gesehen. Vielleicht kommt da mal was zustande. Ihr wohnt ja jetzt in Köln, ist näher an mir dran, ne? Weil ich wohne auch in Nordrhein-Westfalen. Vielleicht kommt da mal was zustande, vielleicht kann man ja was aufnehmen. Also ich würde mich freuen, Digga. Würde eh nicht klappen. Als ob der mit mir was aufnehmen würde. Ich würde mich freuen, aber ja. So. Ja, ja. Schauen wir mal. Also, Theresa. Ja. Du weißt, ich habe dir erzählt, ich hatte meine wilde Phase. Und ich war... Hält die bis jetzt an? Ich habe viele Dates gehabt und ich habe ja zu den jungen Jahren noch zu Hause gewohnt. Heißt, ich musste meine Dates dann irgendwie nach Hause reinschmuggeln. Manchmal mehr, manchmal weniger auffällig. Ach so. Eigentlich hat meine Mutter... Ich dachte, manchmal mehr, manchmal weniger Personen. Okay, ja. Eines Tages dachte ich, ich wäre allein zu Hause. Die Lady und ich, wir sind im Zimmer von meiner Schwester gelandet. Warum? Frag mich nicht. Und sie ist gekommen. Und hat die Tür geöffnet. Ach so, ich dachte, die Lady ist gekommen. Alter! Nein! Alter, nicht sagen! Meine Schwester hat mir die ins eigene Zimmer erwischt. Im Zimmer meiner Schwester gelandet. Nein. Und sie ist gekommen. Du suchst nach einer Werbung. Lady ist gekommen. Alter! Nein! Ich sag auch noch geil. Ey. Alter, nicht sagen! Meine Schwester hat mir die ins eigene Zimmer erwischt. Ich bin im Zimmer meiner Schwester gelandet. Nein. Und sie ist gekommen. Was habt ihr denn da drin gemacht? Genau, siehst du? Ich bin die Perverse. Wahr. Falsch! Mann, ich wollte Lüge sagen, dachte ich mir so, nee. Wer landet denn auch bitte im
Zimmer seiner Schwester, Junge. Du hast ein eigenes Bett, Digga. Hä? Warum sollte man sowas machen? Das ist einfach nur widerlich, Junge. Ich will mir auch nicht vorstellen, dass meine Schwester in meinem Bett mit irgendeinem Typen irgendwas anfängt. Nee, Digga. Nee, direkt. Nee, auf gar keinen Fall. Hey, was denkst du von mir, Theresa? Ich lass mich doch nicht erwischen. Nicht erwischen, aber machst du mal. Nee, Digga, das wäre mir zu viel, Digga. Direkt die Rino ein in die Fresse, Digga. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst jetzt auf jeden Fall ein Abo. Könnt ihr bei mir auch gerne mal machen. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und Daumen nach oben. Ganz, 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 ganz wichtig. Oder aktiviert die Glocke. Wir müssen die 1 Million knacken. Du weißt ja, dass mein Bruder... Übrigens, Leute, ich mach dieses Jahr, ich weiß nicht genau, welches Datum. Wartet kurz, ich guck kurz an meinem Laptop. Leute, ich mach's seit dem 11.06.2020 YouTube. Ja. Dieses Jahr in den Sommerferien, wenn ich schon so früh anfange, dann seit 3 Jahren. Richtig geil. Und ich uns früher schon immer sehr stark gestritten haben und so als Kinder, ne? So eine Story. Und mein Opa, der hatte so einen bisschen anderen Erziehungsstil. Belt. Ich war in der Badewanne, mein Bruder kam rein und hat mir so mit dem Handtuch so kalte Luft zugefächert. Ich habe geschrien um mein Leben, habe ich geschrien. Und die Tür war zugesperrt, also dachte mein Opa, dass mein Bruder mich ertränkt und hat fast die Tür eingeschlagen. Dann ist der Rest Geschichte. Das kann ich hier nicht erzählen, sonst kriegst du Strike. Was? Badewanne ist passiert, ja, aber nicht gebrochen. Dann ist die Story... Ja. Ja. Hast du auch erzählt? Echt jetzt? Du plapperst zu viel. Du musst deine Wahrheiten für dich behalten. Du bist ein Plappermaul. Jetzt wirst du richtig rein scheißen. Jetzt hole ich meine scharfen Kaliber aus. Aber guck, er hat aufgeholt. Er lag 3-0 hinten und jetzt steht's 5-4. Ich und ein sehr guter Kumpel. Wir haben damals... Geh bitte, Rick. Tu mir einen Gefallen. Ich bin ja auch Eishockey-Fan. Sieht man, kann man hier irgendwo... Nee, gerade nicht. Geh bitte in meine Eishockey-Mannschaft und verpflanz den so eine Mentalität und aufhol eine Aufholjagd. So müssen die auch mal jedes Spiel machen, so wie du die Aufholjagd gerade gemacht hast. Dann würde ich mich freuen, dann würde ich abgehen. Den gleichen Sport ausgeübt. Dieser Kumpel heißt Matthias, den kennst du. Bisschen übermütig, wir sind einfach auf einen Turnwettkampf gefahren, obwohl wir gar keine Turner waren. Wir haben ja Akrobatik gemacht. Also. Wir haben also bei einem Turnwettkampf mitgemacht und das Ganze nur, weil da so eine Gruppe von süßen Turnerinnen saß und die uns so Blicke zugeworfen haben und daraufhin haben wir dann im Wettkampf mitgemacht und haben uns eingeschickt. Und habt ihr gewonnen? Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube so 2., 3. Platz sowas. Not bad. Aber nur einer von uns beiden. Du oder er? Ja, aber warum bist du nicht, dir nicht sicher? Warum bist du dir nicht sicher? Du musst es doch genau wissen, wenn es stimmt. Ja. Scheiße! Ja, Mann, die Story kenne ich. Schnatter mal nicht so viel. Idiot. Ich hätte jetzt Nein gesagt, Digga. Ich hätte jetzt Nein gesagt, bin ich ganz ehrlich, Bruder. Weil, ich hätte Nein gesagt aus dem Grund, weil er gesagt hat, 2. oder 3. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Der muss es ja wissen. Okay. Sie ist verrückt. Als ich. Ja. Also ich habe den Alex ja schon in München kennengelernt gehabt, bevor wir hierher gezogen sind nach Berlin. Wann kommen die Spicy-Fragen? Wann kommen die Spicy-Aussagen? Also die Pepping-Aussagen, damit ich auch irgendwas ins Thumbnail machen kann, irgendwas in den Titel schreiben kann? Gar nicht Clickbait durch dich hier. Gar nicht aufrufsüchtig so. Und zu dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich dann auf Instagram gesehen, dass der Alex mir mal geschrieben hatte. Ich habe aber halt nie geantwortet. Es war nur so ein Hey, geht's dir noch? Das ist alles. Das ist die Story, ja. Dann haben wir uns ja, zu dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich dann auf Instagram, als ich... Ja. Also ich habe den Alex ja schon in München kennengelernt gehabt, bevor wir hierher gezogen sind nach Berlin. Und zu dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich dann auf Instagram gesehen, dass der Alex mir mal geschrieben hatte. Ich habe aber halt nie geantwortet. Es war nur so ein Hey, geht's dir noch? Das ist alles. Das ist die Story, ja. Dann haben wir uns gegenseitig abonniert und dann habe ich auch die Nachricht kennengelernt. Weiß ich nicht mehr wann und wo. Und er hat dir davor geschrieben. Persönlich. Lüge. Ja. Der Alex, die nicht mal. Er hat dir nicht mal zugetraut, dass du mir Hey, wie geht's geschrieben hast. Ja, aber nur weil du nicht sein Typ bist, weißt du.
Ich war schon mal mit mehr als einer Freundin in der Sauna. Ah. Das ist doch voll legitim. Ja, obviously, hä? Wieso obviously? Dir traue ich alles zu. Wir Frauen sind einfach die bessere Gesellschaft. Ah, vor allem in der Sauna. Okay. Sie lacht jetzt schon wieder so. Mein Dad hat mal zu mir gesagt, dass er niemand anders als dich als Schwiegersohn haben will. Also, ich verstehe. Das ist ja gar. Aber heißt es jetzt, dass sie zusammen sind? Also, okay. Ja, jetzt weiß ich auch, was in den Titelschrank. Nein, nein, Spaß. Stehe mich sehr gut mit deinem Dad. Ich würde ihm zutrauen, dass er sich das manchmal denkt. Aber ich glaube nicht, dass er sagen würde. Lüge. Ja. Scheiße, Digga. Ich bin so am Ablosen, Mann. Ja, ist geil. Freut mich. Ich habe dir ja von meiner wilden Phase erzählt. Och Gott, Alter. Ja. Aber ich war nicht immer so. In meiner ersten Jugendbeziehung habe ich mich 90% der Zeit nicht getraut, sie zu küssen. Auch so in der Öffentlichkeit oder in Pausenhof und so. Ich habe mich nicht getraut. Schwer, Alter. Du warst doch schon immer ein Draufgänger. Schon immer an den Weibern dran. Safe ist eine Lüge. Das ist wahr! Echt jetzt? Ja, das war ich halt jung. Aber es war mir so unangenehm. Scheiße, ey. Also, du hast mir ja einen Antrag gemacht in Paris, ne? Das war mir damals so krass unangenehm, dass ich sogar fast angefangen hätte zu heulen, weil es mich so überfordert hat. Ich war ja mit dabei und es Hättest war wahr. Hättest du ja merken müssen, ne? Falsch. Digga, wo hab ich geheult? Du warst komplett am Arsch. Ich hab du hast gesagt, du willst niemals in deinem Leben einen Heiratsantrag mehr bekommen. Ja, ich hab aber gelacht. Du warst so fertig. Ich war so am Ende Junge. Mit meinen Nerven. Oh. Überleg mal, ich bin zu irgendwelchen... Das war schlimmer als jeder falsche Sprung. Ja, oder irgendwas, so, ich ne? Ich schwöre. Boah. Ich bin zu einer Passanten hingegangen, okay? Hab denen erstmal auf Englisch erzählt, hey, ich werde jetzt diese Frau fragen, ob sie meine Frau werden will. Hab denen dann mein Handy und meine Kamera in die Hand gedrückt. Bin dann mit schlotternden Beinen so Richtung Theresa gegangen, hab sie angetippt, mich auf den Boden gekniet und alle Leute um mich herum, alle so. Und dann hab ich so rumgeschrien, she said yes! Ich quetsch mich an, wenn du es erzählst. Und ich habe innerlich mich die ganze Zeit so räudig gefühlt, weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, es war alles nur eine Show. Die armen Leute, die gerade meine Kamera gehalten haben, die haben sich so für mich gefreut. Oh mein Gott. Ich mach dir ja manchmal was zu essen. Ich weiß gar nicht genau, ob es ein Brot war. Es ist auf jeden Fall auf die bestrittene Seite gefallen. Das ist und ich hab mir gedacht, so, bevor wir das jetzt wegwerfen und wir hatten dann nichts anderes mehr, hab ich es dir einfach gegeben. Du hast einfach seelenruhig gegessen und ich habe einfach nichts dazu gesagt. Lüge. Das war auch nichts Schlimmes, Digga. Als Maul. Nein, Spaß, es war eine Lüge. Ja, wusste ich doch. Ich hatte nur Angst, dass sie mir gleich einer reinhaut. Punkt für mich. Es klingt nach einer Lüge. Bevor ich hier eingezogen bin, hatte ich einen kleinen Crush auf Alex. Welche Sprache möchtest du lernen? Mit Busu lernst du eine Fremdsprache. Also wenn Alex und Theresa, ich weiß gerade nicht, was ich dafür für eine Metapher finden soll, aber die stoßen sich ab. Magneten. Das kann ich mir leider nicht vorstellen. Ja. Das ist eine Lüge. Stimmt. Theresa, willst du mich heiraten? Als ich nach Berlin gekommen bin, bin ich mit meinem Koffer gekommen und Alex und ich hatten keine Wohnung. Kannst du mal so dramatische Musik drüberlegen? Und erzählt ich bin das so schön. Auf ein Tinder-Date mit meinem. Oh, diese Einblendungen ständig. Ich werde nicht mehr klar im Kopf. Gut, bin ich sowieso mein ganzes Leben schon nicht. Koffer gegangen und dann bin ich bei ihr eingezogen. Am gleichen Tag. War, kenne ich doch die Story. Räudiger, Alter, die Arme. Klar, der kommt einfach beim ersten Date mit dem Koffer an und geht geplant. Direkt in die Wohnung mit und wohnt da dann eine Woche. Das war aber nicht geplant. Wie lange hast du da gewohnt? Ja, eine Woche. Hat sie dich dann rausgeworfen? Ja. Du weißt ja, ich wünsche mir sehnlichst einen Hund. Und so circa vor einem halben, dreiviertel Jahr sowas, war zu diesem Zeitpunkt so weit, dass ich sogar jemand angeschrieben hatte und vereinbaren wollte, dass ich diesen Hund kaufen kann, ohne es dir zu sagen, weil ich wusste, dass du sonst ausrasten wirst. Lüge.
Ja. Besser für dich. Ihr habt immer geschrieben in die Kommentare, WG-Hund, WG-Hund. Und sie jedes Mal so, ich bin ein WG-Hund. Und dann hatten wir den WG-Hund. Der hat mich fast zweimal aufgefressen, als ich nur auf Toilette gehen wollte. Perfekt. Und das wird nie wieder passieren. Nie wieder ein Wolf in meine Wohnung. Nie wieder Hund. Er hat immer so da bei der Küche geschlafen und der Rick. Ich schwöre euch eine Geschichte, okay? Also ihr wisst ja alle, von wem wir hier sprechen. Der gute, liebe Gandhi. Ich mache den Ofen auf, leg einfach so zwei Camembert rein. Alter! Ich denke mir, lecker. Ich will gerade zumachen. Der fetzt von hier hinten da rein, frisst es einfach raus, schnappt sich das und rennt wieder weg. Denkt ihr, es gab noch einen Camembert im Kühlschrank? Nein. Ich wollte auf die Toilette gehen, er hat mich die ganze Wir waren ja jetzt vor kurzem in München. Wir haben ja einen Schlafplatz gesucht. Dann haben wir bei einer gewissen Dame übernachtet. Diese eine Freundin. Als ich sie das erste Mal gesehen habe, habe ich einen Crush auf sie gehabt. Niemals. Wie niemals? Ich würde sagen, ist eine Lüge. Digga. Oder? Du hast verkackt. Es ist wahr. Genau. Das hast du vorhin auch gesagt und dann so, war doch eine Lüge. Es ist leider wahr. Halt doch's Maul. Also mittlerweile nicht mehr. Du hattest einen Crush mittlerweile auf meine nicht Freundin, mehr. Ich will's auf mich. Als du die das erste Mal getroffen hast, what the fuck? Okay. Kanntest du mich vielleicht schon locker anderthalb Jahre. Ja, und? Darf man nicht Freunde von Freundinnen heiß finden? Nein. Scheißspiel. Aber weißt du, was das bedeutet? Du hast verloren. Wir müssen jetzt ein Foto an dein Bärchen. Ich will dich nicht küssen. Was soll das? Küss die Hand. Hallo, du musst es machen. Nein. Wettschulden sind Ehrenschulden. Ja, okay, komm her. Hallo, ich hab nicht abgedrückt. Idiot. Das hat er so mit Absicht gemacht. Du hättest auch einfach ein Foto schicken können von den anderen Malen, wo wir uns geküsst haben. Schick ihm das Foto, ich blende es hier ein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Please check das letzte Video ab. Warte. Nochmal zurück. Das mal. Also, hallo, ich hab nicht abgedrückt. Idiot. Das hat er so mit Absicht gemacht. Du hättest auch einfach ein Foto. Please check das letzte Video. Hi Papa, das ist mein neuer Freund. Wie heißt er? Andreas. Geil. Leute. So Leute, das war's hier von mir. Haut rein und ciao. Aber vorher, lasst ihr noch ein Abo da. Abonniert meinen Kanal, ja, ist das gleiche. Aktiviert die Glocke, schreibt nette Kommentare und lasst einen Daumen nach oben da. Das war's von mir. Haut rein und ciao. Habt einen schönen Abend. Es wäre vielleicht besser, ey, Digga, bin ich dumm, ey.